Hallo ihr Lieben, für das nächste Workout, das wir euch zeigen, braucht ihr im Grunde nichts außer ein wenig Platz in eurer Wohnung. Es funktioniert so, ihr macht von jeder Übung, die ich euch zeige, 10 Wiederholungen und dann fangt ihr wieder von vorne an und das macht ihr 15 Minuten lang. Natürlich, wenn ihr merkt, es geht nicht mehr, bitte nicht weitermachen. Ja? Ihr macht das bis zur Verausgabung oder eben 15 Minuten lang. Erste Übung, ihr solltet ein bisschen warm gemacht sein, also ihr dürft gerne vorher ein bisschen in Bewegung gekommen sein. Sobald ihr warm seid, seid ihr bei folgender Übung zuerst. Ihr geht in eine Hockbewegung, die Knie sind über den Fußgelenken, der Po ist hinten raus und ihr macht einen Butterfly. Ihr bringt hinten auf den Rücken die Schulterblätter unten zusammen, löst es nach vorne, kommt zurück. Gerne entweder mit Körperspannung arbeiten oder Gewichte, die ihr daheim habt, nehmen. Zum Beispiel einfach zwei kleine, schwere Gegenstände, die ihr in die Hand nehmt. Könnten Wasserflaschen sein, könnten Alternativen sein, aber man kann auch super mal mit Körperspannung arbeiten. 10 Wiederholungen, kommt ihr wieder hoch und kommt seitlich nach hinten in den Ausfallschritt, im Wechsel. Bei diesem Ausfallschritt habt ihr den riesen Vorteil, dass ihr die Außenseite vom Gesäßmuskel super mit an Bord habt. Ihr habt also ganz normale Ausfallschritte und geht immer nach hinten seitlich. Jede Seite 10-mal und schön tief nach hinten gehen und tief nach hinten gehen. 10-mal pro Seite, ihr kommt zur Mitte zurück, habt die Arme oben und dann dynamische Bauchübungen im Stehen. Ihr bringt über die Seite Knie und Ellbogen zueinander und habt so eine Art seitlichen Crunch. Bleibt auf der Mitte stehen und gerne wieder 10-mal pro Seite. Als nächstes kommt ihr in einen Sumo-Stand, das heißt die Beine sind weit auseinander, weiter die Schulter breit, die Fußzehen zeigen nach außen. Ihr nehmt die Arme über Kopf und dann setzt ihr euch tief in eine Sumo-Kniebeuge. Die Arme bleiben über Kopf und sind wild angespannt und ihr setzt euch tief nach hinten aus, der Po sucht nach hinten einen Stuhl, den er nicht findet. 10-mal tief setzen. Wunderbar. Letzte Übung, dynamisch, Hochstrecksprung, entweder in einfach, strecken nach oben, tief kommen, zurück, hoher Plank, 2 Schritte nach vorne, nach oben strecken oder gesprungen, nach hinten springen, nach vorne springen, nach oben springen oder als Burpee tief, vorspringen, hochspringen, tief, vorspringen, hochspringen. Auch wieder 10 Wiederholungen von eurem Hochstrecksprung und dann gerne in Endlosschleife 15 Minuten lang. Viel Spaß mit dem Training!